Catherine Bigelows Film Zero Dark Thirty ist ein weiterer Favorit auf den Oscar. Und in diesem Film geht es anders als in The Hurt Locker nicht um Krieg an sich, sondern eben die Suche nach Osama Bin Laden und wie sie ihn dann letztendlich gefunden haben. Alles sehr akkurat gemacht. Die Amerikaner hingegen mögen den Film nicht so wirklich, denn dort wird sehr viel gefoltert und eben auch die negativen Sachen dieser ganzen Suche gezeigt. Ich kann euch den Film trotzdem empfehlen. Er ist nicht sonderlich aufregend, sage ich mal. Bis auf vielleicht den letzten Teil, wo sie tatsächlich zu Osama Bin Laden hingehen. Die Geschichte ist allen bekannt und es gibt deswegen auch keine großen Überraschungen. Allerdings, was ich mich dann tatsächlich frage, so gut alle anderen Menschen in diesem Film besetzt sind, wieso muss ausgerechnet der Volltrottel von Parks and Recreations den Special Sonderkommando Anführer spielen? Das ist für mich so ein bisschen, ich würde fast sagen, ein Fehlcasting. Aber egal, dieser Film ist trotzdem sehr, sehr gut. Er wird euch sehr gefallen. Allerdings glaube ich nicht, dass er wirklich große Chancen auf den Oscar hat. Und wie gesagt, wenn ihr denkt, dass da jetzt wieder ein großer Kriegsfilm kommt, wie zum Beispiel ihr letzter Film The Hurt Locker, welcher ja auch den Oscar gewonnen hat, da werdet ihr ein bisschen enttäuscht sein. Viel mehr wird verhandelt, gesucht und so weiter. Und nur zum Ende hin gibt es dann noch ein bisschen Schießereien. Aber seht euch den Film ruhig an, er läuft ja jetzt im Kino und viel Spaß mit 8 von 10 Punkten bei Zero Dark Thirty.